geh gerade hier nach Zentraljanen und dort, wo der bei der ersten oder zweiten Lampe, wo der Typ eben im Fenster ist, der spricht ja mit einem, der gibt dir einen Flammenwerfer und so weiter. Der ist jetzt, nachdem der Mond sich blutrot färbt, hat sich der in ein Biest verwandelt. Und wie man sieht, ist der bereits aus seiner Wohnung da durchs Fenster ausgebrochen und den kann man jetzt bekämpfen. Und der droppt einen ganz wichtigen Gegenstand. Und zwar hier sieht man, gibt es von dem, oh, die hält aber nicht viel aus. Gibt es von hier die Clawmark und die ist wirklich sehr, sehr hilfreich. So, hier im Lecture Building gibt es auch Blutsteinbrocken. Also man geht einfach hier auf die andere Seite, wo die Spucker sind. Und hier findet man einen Blutsteinbrocken. Und dann gibt es noch eine ganz gute Rune. Beziehungsweise es gibt zwei Runen, aber ich glaube, die eine ist nicht so gut. Also die gute, die ich meine, ist hier unten. Und zwar bei dem Spinnenmenschen. So, ich habe letztes Mal festgestellt, dass die Stimmen ein bisschen zu leise sind. Hier mache ich mal eins höher. Now wait just a moment. Do you think ill of me? Me? Heißt es, dass ich ihn töten will oder so? Ich weiß nicht genau. Oh, it pains me to hear it. You've made yourself a Miss Reckoning. I shared with you a thing most secret. Now you're witness to a miracle. All the stronger for it. It's plain as a pike staff. Now, say in my heart, you were as a lamb to my God. Well, you weren't to know, and it wasn't for you to know. All's well that ends well, I say. Genau, jetzt kriegt man eben hier die Anti-Clockwise Metamorphosis. What is friendship? What a chance encounter. Ich glaube, das ist die Rune für die Ausdauer, genau. Irgendwo gibt es auch noch die 10er Lebensrune, aber ich weiß nicht genau, wo es die jetzt gibt. Ah, well met. My apologies. But on the good grace of a certain God. Okay, das war's jetzt, was er sagt. So, jetzt gehe ich erstmal hier hoch und hol mir den plus 10er Blutstein oder den Bloodrock. Der wird so ein bisschen leichter. Ich glaube, auf der anderen Seite jetzt noch Communion geben, die beste und eine ziemlich gute Communion-Rune, aber ja, die benutze ich eigentlich eh nie. So, ich bin ja im Albtraum von Menses, hier gibt es auch noch Blutsteinbrocken, das weiß ja jeder. Hier bei dem Viech, bleib mal nicht runterfallen. Hat er gerade noch eine Wendung gemacht. So, hier gibt es drei Blutsteinbrocken. Jetzt habe ich ganz vergessen, noch zwei Bloodstone Chunks zu erwähnen, die es hier gibt. Und zwar hier liegt noch ein oder zwei Bloodstone Chunks, die habe ich jetzt natürlich schon aufgenommen. Und dann, wenn man hier runter geht, hinter dem Riesen, der jetzt den Stein wirft, da liegt auch noch mal ein, zwei Bloodstone Chunks. Und ja, das wollte ich bloß kurz erwähnen. So, ich bin gerade bei der großen Spinne hier im Raum und habe, glaube ich, eine gute Strategie gerade entdeckt, und zwar einfach immer auf sie drauf zu springen und dann versuchen, eben hinter sie zu kommen.
Gut, ist eigentlich, glaube ich, gar nicht so schwer. Oh nein, 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 nein. Oh. Der ist halt, ist jetzt fast tot. Aber hier brauche ich sie nicht bekämpfen. Hat viel zu viel Reichweite und hier gibt es viel zu wenig Ausweichmöglichkeiten. Ich glaube, ich schieße jetzt einfach tot, weil ich komme nicht mehr raus hier. Also, ist ein bisschen lame, aber naja, ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. So, ich bin jetzt hier im Menses Albtraum und komme praktisch auf die Brücke von der anderen Seite, wo die zweite Lampe ist. Und mache jetzt den Hunter hier fertig. Der macht richtig viel Damage. Muss man vorsichtig sein bei dem. Das war jetzt ein bisschen riskant. Okay, mir ist gerade aufgefallen, wenn er das Dreier-Kombo macht, dann ist er danach verwundbar. Jetzt macht er schon wieder seinen scheiß Rosmarinus. Wow! Jetzt sollte er tot sein, wenn ich mich gerade extrem blöd anstelle. Nee. Okay. Was droppt der? Beruhigungsmittel, okay. So, hier kurz vor Mikolas gibt es auch noch einen Bloodstone Chunk. Und dann gibt es noch einen guten Blutstein. Und zwar hier im Käfig. Jetzt ist der Vogel bloß blöd, weil ich der manchmal blockt. Und man kann einfach rüberrennen, aber wie gesagt, der blockt dich manchmal und dann fällt man eben ins Loch rein. Darum werde ich den jetzt erstmal mit Knochenmarkasche töten. So, hier gibt es noch einen guten Blutstein. Und muss ich gerade selber mal schauen, ist das ein plus 18er oder was ist das für eine? Ja, also so gut wie ein plus 18er ist er nicht, aber ist ganz okay. So ein Spaßvogel der Mikolas. So. Wo ist er? Ach, hier ist er. Vielleicht läuft er gleich in den Raum. Nee. Der Schüler hier. Jetzt. Also kann manchmal ein bisschen dauern, bis man den dazu kriegt, dass er in den Raum reinläuft.
ich glaube, da kann man nicht wirklich was machen, man läuft ihm halt einfach die ganze Zeit nach und irgendwann sollte er eigentlich von selber in den Raum reinlaufen. Manchmal dauert es ein bisschen länger. Guck mal. Oh, jetzt ist er, glaube ich, nach rechts gelaufen. Ja, Gott sei Dank, endlich. Jetzt läuft er da rein. So, wenn man die zwei Marionetten da vernichtet hat, dann kann man endlich gegen den Mikulasch kämpfen, der super easy, man kann einfach so ausweichen. Es spammt natürlich, die Attacke weicht wieder aus, nach links oder rechts, man muss nicht einmal also mit dem O ausweichen, sondern es reicht, wenn man einfach nach links oder rechts geht. Das ist ja hier ein bisschen im Eck, das ist mir ein bisschen zu eng. Kann man oft nicht so gut ausweichen. Man spammt einfach die Attacken so lange, bis er tot ist. Muss man bloß auf die Ausdauer aufpassen, dass man noch ein bisschen Ausdauer hat. Ups. Man muss bloß vorsichtig sein, dass man nach links und rechts ausweichen kann, weil sonst... Was? Die steht wieder auf, die Marionette. Hat die bloß so gefaked ihren Tod? Ne, hä? Ich habe doch hier schon zwei besiegt, also das... ist mir völlig unbekannt, dass da eine dritte kommt. Okay, nach einer gewissen Zeit spawnen hier anscheinend wieder die Marionetten. Oder die stehen wieder auf. Die kann man anscheinend gar nicht ganz töten. Oh. Okay, so, das war jetzt die erste Phase. Und es ist eigentlich im Prinzip auch die zweite Phase, wenn man an ihm dran bleibt. Bloß, dass er in der zweiten Phase halt noch zusätzlich ja, so mit den Fäusten ein bisschen zuschlägt. Aber das sollte eigentlich nicht sonderlich schwer sein. So, hier gibt es jetzt noch so ein Bloodstone-Schank-Viech. Das hole ich mal geschwind. Bleib mal stehen. Der Gegner muss man vor. Ah, das hole ich mir jetzt lieber nicht. Die sind nämlich relativ hart hier. Mit Level 4. Da gibt es Blood Vials, aber die lasse ich jetzt einmal aus, weil auch Gegner kommen. Ach Gott, das trifft natürlich immer. So, jetzt verfolgt man ihn. Und jetzt ist er...
jetzt kommt der Typ da hoch von ganz unten. Ich gehe jetzt einfach mal hier rein, dann kann ich die Viecher. Kann ich den aus dem Weg gehen? Ich hoffe mal, dass der Typ jetzt nicht hier reinspringt, der kleine Furz da. Doch, mein Gott. Der ist ja penetrant. Okay, den muss ich jetzt auf jeden Fall töten, weil wenn der später im Raum mit dem Mikolasch ist, das ist dann doch ein bisschen zu viel sonst. Mist, ich hätte jetzt den Mikolasch eigentlich in den Raum drängen können, aber wenn ich jetzt von der Seite komme, dann wird er wahrscheinlich aus dem Raum rauslaufen, denke ich mal. Vielleicht kann ich so ganz eng an der Wand entlang gehen, so dass ich ihn reindränge. Und jetzt müsste er eigentlich reinlaufen. Ne, er läuft nicht rein. So. Wo läuft er jetzt hin? Hoffentlich entscheide, dass ich hier schneller als beim ersten Part. Okay, ja, jetzt kann man. Jetzt, wenn er hier runterspringt. Ups. Jetzt schaffe ich sogar, dass ich mit ihm in den Raum komme. Das ist eigentlich ziemlich gut jetzt. Das Runterspringen kann manchmal ein bisschen tricky sein, weil dann eben sofort danach seinen magischen Angriff macht. Gut, der macht ja nicht wirklich viel Schaden mit seinen Fäusten, also das ist nicht so das große Problem. Das ist allerdings ein Problem jetzt. Versuchen wir dem einfach aus dem Weg zu gehen. Ich hoffe, das funktioniert. Fuck. Oh, das war jetzt super lucky. Oh, naja, jetzt war ich gestunt, war ich tot. Fuck, was, seit wann ist denn da das Ding im Raum drin? Alter, das war noch nie hier im Raum. So, Mikolasch versucht 3, der hat gerade wieder seine Magie gespammt und hat mich so schon wieder getötet. Versuche ich mal, dass ich von der anderen Seite komme. Vielleicht kann ich ihn so in den Raum reindrängen. Oder ob der einfach zufallsmäßig läuft. Ja, das funktioniert. Okay.
Okay, so das war die erste Phase. Majestic! A hunter is a hunter, even in a dream. But alas, not too fast. The nightmare swirls and churns. Der trifft natürlich immer wieder. Hat er schon wieder seinen Angriff gemacht? Also eigentlich sollte man, wenn man nah an ihm dran bleibt, den Angriff nicht machen. Jetzt habe ich ihn ja schon in der Ecke, jetzt sollte eigentlich ziemlich leicht gehen. So, jetzt ist er tot. Okay.